TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich packe heute die Monolith Icon Rotisserie aus und starte mit euch mit diesem schönen großen Paket. So kam sie zu mir, sicher verpackt, und da kommt schon der eigentliche Karton zum Vorschein von Monolith, die Rotisserie für den Monolith Icon. So sieht das Ganze aus. Und innen finden wir dann zunächst einmal gleich die einzelnen Komponenten. Ein bisschen sperrig auszupacken, aber safety first. Und von daher alles gut. Hier an der Seite habe ich zuerst mal die drei langen Spieße gefunden, auf die nachher dann das Grillgut kommt. Dann kommt der Ring zum Vorschein. Diese typische Form, damit sie eben für den geschlossenen Keramikgrill passt. Und hier das Monolith-Icon. Dann geht es weiter mit einem kleinen Tütchen. Da waren noch die Klemmen drin für die Spieße und die Halterung für den Motor. Und in diesem Karton dann der Motor an sich. Den packe ich hier gerade mal schnell aus. Also ein üblicher Motor eigentlich. Allerdings kann ich an der Stelle schon verraten, äußerst geräuscharm und also wirklich nahezu lautlos. Ich habe erst gedacht, das Ding wäre kaputt. Aber okay. So, den müssen wir jetzt erstmal montieren. Das heißt, hier an der Seite kommt er nachher hin. Mit Hilfe von diesen kleinen Metallschienen. Die fixiert man hier an der Seite einfach mit solchen kleinen Schräubchen. Ich beschleunige die Bilder mal für euch, weil mein handwerkliches Geschick hält sich in Grenzen, aber ich habe es locker hinbekommen, von daher solltet ihr das auch locker schaffen. In dem Tütchen waren außerdem noch diese kleinen Klemmen drin. Diese Klemmen, drei Stück an der Zahl, dienen dazu, dass darin nachher die Spieße fixiert werden. Und zwar klemmt man diese Dinger hier so stramm zusammen, da muss, war wirklich Manneskraft gefragt. Und dann kommen die hier an der Seite rein und das sind dann die Aufnahmen für die Spieße. Seht ihr, hier steckt man dann den Spieß rein, so dass der dann sauber geführt wird. Drei Spieße, also auch drei Klemmen. Ihr seht es, ich muss da wirklich mit beiden Händen dran rumdrücken, damit man die strammen Dinger hier reinbekommt. Aber so soll das sein, das soll ja schließlich auch gut halten. So, Nummer 3 ist drin. Und dann kommt schon mal der zweite Spieß, einfach, dass ihr es mal gesehen habt. Und der dritte Spieß. Und dann haben wir alles, was Montage angeht, auch schon hinter uns. Und können mal Hochzeit feiern. Rotisserie trifft Monolith Icon. So, das passt also wunderbar und schließt vor allen Dingen auch dicht ab. Das ist besonders wichtig. Von daher, ja, also wirklich wertig gemacht. Und wirklich sehr, sehr praktisch. So, hier kommen jetzt nochmal die Spieße rein. Einfach, dass ihr das schon mal fertig montiert seht. Das könnt ihr natürlich im echten Leben auch mit beiden Händen machen. Dann tut euch ein bisschen leichter für die Kamera. Und zum Zeigen habe ich das jetzt hier mal so aus der Entfernung reingedartet. Ja, und jetzt kommen wir noch zum Batteriefach. Da müsst ihr also nichts aufschrauben oder so, sondern das ist so ein Druckmechanismus, den einfach drücken, dann könnt ihr diese kleine Schublade rausholen und dort kommen dann diese großen Batterien rein und dann wird das Ganze hier wieder kräftig reingedrückt. Das ist schon wirklich stramm, da muss man ordentlich drücken und dann können wir den Motor einschalten und ohne Witz, also ich habe echt gedacht, Mist, mein Motor ist kaputt. Weil ich habe nichts gehört. Also wenn ihr die normalen Motoren kennt von diesen Rotisserien, die haben wirklich Sound. Und der hat mal wirklich gar keinen Sound. Aber ihr habt gesehen, es hat sich gedreht. Also, Feuer frei. Ich heize den Grill jetzt mit den Luftleiter schnell schon mal an, dass der Grill vorheizen kann. Und dann kümmere ich mich um die Spieße, weil auspacken ist das eine, ausprobieren ist das andere. Hier kommen die Zutaten. Ich habe mich für hier Pollofino entschieden, da habe ich schon die Haut abgenommen und einen Schweinenacken, den habe ich auch schon gewürfelt. Oh, und ein leckeres Gyros-Gewürz von Just Spice. Das Rezept bzw. auch der Link zu diesem Gewürz findet ihr unten in der Infobox. Tja, und jetzt wird das Fleisch gewürzt. Dafür zunächst mal ein bisschen Olivenöl auf dem Schweinenacken verteilen. Und dann mit dem Gyros-Gewürz schön kräftig abstreuen.
Ich liebe Gyros. Ich könnte mich, glaube ich, nur von Gyros ernähren. Also auch so, wenn ich arbeiten bin in der Mittagspause, gerne mal ein Gyros-Pita. Von daher fiel mir die Wahl des Rezepts jetzt nicht besonders schwer, als es darum ging, die Roti einzuweihen. So, das Schweinefleisch habe ich schon mal beiseite gestellt. Das darf ein bisschen marinieren. Jetzt kommt das Pollofino. Ich habe für den Schweinenacken 400 Gramm Fleisch gehabt und beim Pollofino waren es zwei ausgelöste Hähnchenschenkel. Das ist also die Kapazität, die ihr dann auch auf die Spieße tatsächlich bekommen könnt. Und ich sag mal, für vier Personen ist das absolut ausreichend. So, auch hier kräftig nochmal abstreuen mit dem leckeren Gyros-Gewürz und dann vorsichtig durchmarinieren lassen. Das könnt ihr gerne über Nacht machen. Ich hätte das jetzt in meinem Fall nicht mehr ausgehalten. Ich möchte gerne grillen. Von daher fange ich jetzt an zu spießen. Da müsst ihr jetzt bloß beachten, wo bis wo kann ich das Fleisch spießen, dass es auch wirklich über dem Feuer ist. Das muss man mal ausprobieren. Und wenn das Fleisch so ein bisschen störrisch ist, dann einfach aufs Brett legen und dann spießen. Dann tut ihr euch etwas leichter. So, der erste Spieß mit Schweinenacken ist in diesem Moment fertig und unfallfrei noch dazu. Wie gesagt, links und rechts müsst ihr etwas Platz lassen, damit die Spieße tatsächlich oder besser gesagt das Fleisch direkt über den Kohlen hängt. So, jetzt geht's weiter mit dem Pollofino. Auch da halte ich den Spieß einfach nochmal an die anderen, dass ich weiß, wie viel Abstand ich halten muss zum Rand bzw. zum Griff. Und dann spieße ich den auch noch schnell fertig. Und dann sehen wir uns gleich mit fertigen Spießen am Grill wieder. So, also, dann würde ich doch sagen, Spieße sind fertig, Monolith ist vorgeheizt, Roti ist am Start. Dann munitionieren wir doch mal auf. In die Mitte packe ich mir den Spieß mit dem Pollofino und links und rechts davon platziere ich dann die Spieße mit dem Schweinenacken. So, Nummer 1 und gleich folgt noch Nummer 2. Jawohl. Genau. Und wenn der dann endlich seinen Weg da reingefunden hat, dann heißt es Start the Engine. Und ja, also ich finde schon allein der Anblick von diesen sich gegengleich drehenden Spießen, das hat sowas meditativ Leckeres. Also ich könnte da stundenlang tatsächlich zuschauen. Ich mache euch ein bisschen Mucke an und ihr schaut euch das mal an. So, die Spieße sind langsam aber sicher so weit, wie sie kommen sollten. Außen schön knusprig, innen saftig. Ich packe sie mir aufs Brett und esse jetzt. Das war mein Video zum Unboxing der Monolith Icon Rotisserie. Inklusive auspacken, aufbauen und ausprobieren. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir gerne einen freundlichen Kommentar. Gebt mir einen Daumen nach oben und solltet ihr TH Barbecue noch nicht abonniert haben, dann könnt ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.